Hallo und herzlich willkommen, Freunde gepflegten Unterhaltung. Ja, so geht's im Leben. Da will man nur mal schnell ein Bierverkostungsvideo drehen, während die Sonne scheint. Es stürmt und regnet draußen, wie ihr vielleicht hören könnt. Und das hier ist kein Bier, offensichtlich. Da hat wohl irgendein Scherzbold im lokalen Supermarkt das Ding zu den Biersorten gestellt. Und ich dachte mir schon, hey, jetzt gibt's bei uns auch Cucumberbier. Das damals, was ich gekostet hatte, war ja ein Geburtstagsgeschenk. Und ist leider kein Gurkenbier, ist nur ein Gurkengetränk. Aber ich dachte mir, hey, wenn wir schon dabei sind, können wir auch das auch gleich verkosten. Sorry, wenn ihr im Hintergrund Rauschen oder Prasseln hört, ist halt Regen. Soll uns nicht weiter stören. Wir kosten hier heute von Cucumis, The Sophisticated Cucumber. Das Original und Deutschlands erstes Erfrischungsgetränk auf Gurkensaftbasis, produziert in einer der nachhaltigsten Abfüllanlagen der Welt. Was ist das, eine Toilette oder was? Angereichert mit hochwertigem Mineralwasser. Fürs Lauer. Spaß. Vegan. Das ist heutzutage auch ganz wichtig. Vegan. Ja, sieht auf jeden Fall sehr sophisticated aus, das stimmt schon. Ein ganz hübsches, so auf Retro getrimmtes Label. Aber ja gut, ich habe mir jetzt hier auch das Glas gespart, denn naja, das ist offensichtlich durchsichtig und ja, da brauche ich nicht viel ins Glas schütten. Und wie gesagt, es ist kein Bier, also werdet ihr wohl auch keine Schaumkrone sehen. Gut, ich würde natürlich sagen, wir machen das Ding trotzdem auf. Ja, es riecht wie eine Gurke. Da haben wir schon mal nicht so viel besprochen. Kosten wir mal. Schmeckt wie Gurke. Überraschten? Nein, nicht wirklich. Schmeckt wie Mineralwasser, wo du eine Gurke reingelegt hast. Für Basilikum merke ich jetzt nicht die Welt. Es ist jetzt auch absolut nicht extrem süß. Extrem erfrischend, muss man dazu sagen. Wirklich sehr, sehr erfrischend. Das könnte ich, glaube ich, den ganzen Tag trinken. Es hat jetzt nicht wahnsinnig viel Geschmack. Eigentlich kann man das Ding wahrscheinlich auch ganz easy selbst machen. Man muss es sich nicht aufwendig kaufen. Man nimmt eine ganz normale Salatgurke, eine halbe, presst sie aus, isst den Saft hier in so ein Mineralwasser rein, schüttelt das kurz durch, legt ein oder zwei Blätter Basilikum rein, lässt das Ganze wieder nach dem Kühlschrank stehen und dann hat man genau das. Ungefähr genau so schmeckt das. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss ich ja für sich selbst beurteilen. Ich finde, es ist extrem erfrischend, aber ich habe auch das Gefühl, dass das jetzt nicht unbedingt die 3 Euro wert ist, die dafür aufgerufen werden, muss man sagen. Das ist für mich das perfekte Sommererfrischungsgetränk. Gurke ist einfach immer extrem erfrischend. Gurke und Wassermelone sind nicht umsonst in der gleichen Familie zu Hause. Wenn ihr das im Laden seht und Gurke nicht abgeneigt seid, ist es auf jeden Fall ein erfrischendes Erfrischungsgetränk. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion. Schmeckt gut, tut gut, weiß nicht, ob es gut tut. Und ich habe auch gerade Durst, muss ich sagen. Ja, das war's zu diesem Video. Wie gesagt, es ist leider ein Fehlgriff gewesen, aber trotzdem ein interessantes Getränk, das ich auch nur im untersten Regal quasi gefunden habe. Jetzt weiß ich auch, warum das da drin war. Und ja, vielleicht, falls jemand von euch sich die Biervideos gerne ansieht, kann ich auch mal sagen, ob ich diese Erfrischungsgetränke jetzt auch mal so vorstellen soll. Es gibt ja auch Videos von mir, wo ich 4-5 verschiedene Erfrischungsgetränke hintereinander probiere, aber ich habe das Gefühl, wenn man diese einzeln kostet und immer separat, dann kommt das irgendwie besser zur Geltung. Falls euch das interessiert, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, falls nicht, dann lasst es halt bleiben. Ich zwinge ja keinen. Gut, und mit diesen heiteren Worten bis zum nächsten Video. Hoffentlich wieder ein Biervideo oder auch nicht. Ihr entscheidet. Tschüss, Alderci und gut. Bye. Essiggurken. Und was ihr gerade im Hintergrund gehört habt, war meine USV. Die funktioniert. Okay. That escalated quickly.